Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro Computersysteme und zwar mit dem Gamer-PC Ryzen, bla 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 bla, das sind nur die technischen Daten. Das ist allerdings ein Aktions-PC für 1.449 € runtergesetzt von 1.599 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Das System wurde mir in unserem Videovorschlägekanal vorgeschlagen von Cas Maxim und das gucken wir uns jetzt mal an. Was das Bild angeht, das ist nur das Gehäusebild. Diese RGB-Lüfter, die da zu sehen sind, sind bei dem Gehäuse auch mit dabei. Ich hatte das schon im Test, gibt es auch ein Video auf meinem Kanal zu. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 7500F. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS. Das ist ein gerne unterschätzter Prozessor. Ich nehme es jetzt mal vorweg, hier ist eine 4070 Ti drin, aber in WQHD und auch in 4K habt ihr keine Probleme, was ein Bottleneck angeht. Man denkt sich jetzt so, ah, 7500F, vergleichen wir den mal mit einem 5500er oder so. Nee, nee, der ist schon stark. Ich würde euch persönlich empfehlen, wenn ihr streamen wollt, nehmt zumindest einen 8-Kerner, dann habt ihr noch ein paar Kerne halt übrig für irgendwelche Programme, OBS und so weiter. Aber rein zum Zocken reicht der dicke. Und der kostet 168,94 € bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein Endorfy Spartan 5 Max. Ist jetzt natürlich nur ein Luftkühler ohne RGB-Beleuchtung, hat eine TDP von 180 Watt, aber der kann was. Ich hatte den im Test auf einem 12.700K geschnallt, der ungebändigt lief. Der hat sich, glaube ich, sogar 200 Watt reingepfiffen und selbst das hat er weggekühlt gekriegt. Und für einen 7500F reicht er halt einfach dicke. Sieht halt nur nicht so schnieke aus. Und der kostet 20,98 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI Pro B650S Wi-Fi DDR5. Also erstmal der Chipsatz B650S reicht ganz dicke für diesen Prozessor. Ansonsten haben wir hier noch gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann SSD verbaut werden, hier noch eine weitere SSD. Hier kommt die Grafikkarte rein, habt ihr noch 2 Erweiterungsslots für irgendwie eine Capture-Card oder so. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, 4x USB 3.0, 3x USB 3.1, USB Typ C ist mit am Start, Netzwerkanschluss und die Onboard-Grafikanschlüsse könnt ihr hier gar nicht benutzen, weil der 7500F, ist genauso wie bei den Intel-Prozessoren, überhaupt keine integrierte Grafikeinheit mitbringt. Sobald ihr bei einem Prozessor lest, 7500F oder irgendwie bei Intel 13600KF oder so, gibt es keine integrierte Grafikeinheit, zieht das Bild bitte sowieso über die Grafikkarte. Wir haben immer wieder das Problem, dass Leute einen PC auspacken und kein Bild kriegen oder halt nicht die Grafikpower, weil sie dann halt das Monitorkabel am Mainboard anschließen und nicht an der Grafikkarte. Das Board ist weiß Gott nichts Besonderes. Es ist auch mehr oder weniger spartanisch ausgestattet. 2 SSDs halt nur anstatt jetzt 4 wie bei so einem Topboard oder was heißt Topboard, die normalen gehobenen Einsteigerklassen haben schon teilweise 4 SSD-Anschlüsse. Aber es ist halt auch ein günstiges System und ihr habt euch ja auch gewünscht, dass ich mir mal günstige Systeme angucke. Die ballern jetzt zumindest kein Micro-ATX-Scheißboard da rein. Und das kostet 159 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine 12 GB NVIDIA RTX 4070 Ti, beliebiger Hersteller. Wir nehmen immer das günstigste Modell, in dem Fall ist es tatsächlich jetzt die Asus TUF-Variante. Und ja, ich weiß auch, dass es für ungefähr 50 € mehr schon die Ti Super gibt und so weiter, aber hier ist es jetzt halt die Ti. Die ist ja weiß Gott auch keine schlechte Grafikkarte. Für WQHD Gaming auf jeden Fall geeignet, Full HD auch und 4K, je nach Titel natürlich auch. Das ist immer eure Erwartungshaltung halt. Ne? Wie viel FPS wollt ihr jetzt in so einem AAA-Titel haben, in E-Sports-Titel und so weiter? Deswegen verlinke ich immer einen FPS-Test bei mir unten in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, dieses Bottleneck-Thema gibt es hier halt kaum. Also ab WQHD sowieso nicht mehr mit diesem Prozessor. Und die kostet 839 € bei notebooksbilliger.de. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB, 2x 16 GB, also schon mal Dual-Channel, ganz wichtig. DDR5, AMD, Intel, 6000 MTS, Kingston Fury Beast. Übrigens, wenn man da ein bisschen tiefer gräbt, sieht man, es ist CL40 Speicher. Den habe ich jetzt auch so rausgesucht. Also erstmal 32 GB, völlig okay. 6000 MTS, auch völlig okay. CL40 ist halt jetzt wieder schade. Das Problem ist, an diesem Aktions-PC, man kann ihn kaum umkonfigurieren. Ihr könntet jetzt 5600er nehmen, was Quatsch ist,
oder eben den gleichen, nur mit RGB-Beleuchtung. Ihr habt sozusagen gar nicht die Möglichkeit, auf CL32 oder CL30 oder so zu gehen. Das ist halt dieses Manko an diesen Aktions-PCs. Ich denke mal, die versuchen wirklich ältere Hardware oder wo sie zu viel von eingekauft haben, wie auch immer, dann zu vermarkten. Dann könnt ihr das halt nicht mehr nachkonfigurieren. Und ich weiß, es wird immer wieder erwähnt in den Kommentaren, du hängst dich zu sehr an diesen Timings auf. Na, wenn ihr das wirklich mal selber testet und ihr habt CL30 zu CL40 RAM, wie flüssig das Spiel wirkt, die 1% Low FPS, das ist messbar, das ist auch spürbar. Es macht halt einen Unterschied und es ist meistens nur 20 Euro am preislichen Unterschied. Ich werde das jetzt auch irgendwann mal unabhängig testen. Also damit dieses ganze Gequake mal einfach aufhört. Ansonsten ist es natürlich trotzdem eine gute Wahl. Die 6000 MTS sind über der Spezifikation von AMD. Und der kostet 125,69 € bei Mindfactory. Und damit ihr jetzt halt einfach mal diesen Preisvergleich habt, wenn wir jetzt 32 GB DDR5 6000 CL30 nehmen, sind wir bei 126,90 €. Versteht ihr, was ich meine? Was die Festplatte angeht, haben wir eine 1 TB MSI M450 Spatium M.2 PCI Express SSD. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3600 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde, also circa so wie eine NV2 von Kingston. Zum Zocken reicht das dicke. 1 TB müsst ihr selber wissen. Wie viele Spiele habt ihr gleichzeitig installiert? Sind es viele AAA-Titel oder einfach nur viele kleine Shooter? Das müsst ihr halt wirklich selber entscheiden. Ansonsten konfiguriert euch halt 2 TB oder so rein oder kauft euch noch zusätzlich eine Platte. Ihr habt sowieso 2 Slots auf dem Mainboard. Und die kostet 59,90 € bei Amazon. Das Netzteil ist ein 750 Watt MSI Mac A750 GL 80 Plus Gold. Das hat 7 Jahre Herstellergarantie, ist 80 Plus Gold zertifiziert und vollmodular und bringt schon den neuen Stecker quasi für die neuen Grafikkarten mit. Also 4070 Ti hat ja diesen neuen Anschluss, 12 Volt High Power, und da passt das Netzteil ganz gut. Und 750 Watt ist auch dicke ausreichend. Könnt ihr sogar hinterher noch upgraden, was die Grafikkarte angeht. Das ist soweit okay. Ob das dann noch Sinn macht mit dem Prozessor zusammen? Ja, da muss man dann schauen. Aber ihr könnt zum Beispiel dann auch irgendwie einen 7700er, was ich nicht empfehlen würde, oder einen 7800X3D nehmen, den da drauf schmeißen und selbst dann noch mit einer 4080 betreiben. Das dürfte sogar noch reichen. Und das kostet 109,81 € bei Mindfactory. Das Gehäuse ist End of iArx 500 ARGB mit Glasfenster. Ja, haben wir eben schon drüber gesprochen. Die 340er in der Front sind mit dabei, RGB beleuchtet, der 140er im Heck. Könnt ihr über die Mainboard-Software steuern. Hatte ich schon im Test, das Gehäuse hat genug Airflow. Ist natürlich qualitativ, sag ich mal, vom Blech her und so, nicht so wie Be Quiet, aber die verlangen halt auch deutlich mehr am Preis. Und das ist schon völlig okay in diesem Preisbereich. Und das kostet 100,69 € bei Mindfactory. Betriebssystem ist wie immer nicht mit dabei, 2 Jahre Garantie mit einem Retourenschein. Also kein Pickup und Return bei Dubaro. Ihr müsst das Ding selber zur Post bringen. Oder ihr seht den Postboten gerade oder bringt euch ein Paket, dann könnt ihr ihm das Ding auch mitgeben, wenn er Platz im Auto hat. Dann wären wir auch schon mal im Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.584,01 €. Und das System kostet 1.449 €. Da seid ihr jetzt 130 € unter Selbstbau. Das ist wirklich eine Aktion und das ist auch in Ordnung. Das Board ist nichts Besonderes, klare Sache. Das mit dem RAM habe ich eben zu Genüge angesprochen, aber ansonsten kann man das System durchaus so nehmen. Was ihr jetzt mit diesen 130 € macht, ist euch überlassen. Ihr könntet euch ein besseres RAM-Kit kaufen und das RAM-Kit, was da drin ist, einfach verkaufen. Bleibt euch überlassen. Da brauche ich auch keine Alternative suchen. Aktions-PC unter Geizhalsliste, einigermaßen gut konfiguriert. Warum nicht? Und wie eben schon angesprochen, wenn ihr noch günstigere Systeme haben wollt, im Bereich 900 € oder 1000 € oder whatever, schickt sie in den Videovorschlägekanal. Ich schaue mir die dann mal an und dann schaue ich auch mal, ob ich ein Video darüber mache. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.